einen besten Kumpel, einen Freund, eine Vertrauensperson, eine männliche Vertrauensperson und hast vielleicht sogar ein schlechtes Erlebnis und du bist in der Verlockung, dass du deinen besten Kumpel, deiner männlichen Vertrauensperson dieses Erlebnis mitteilen möchtest, dann mach dir folgende Gedanken dazu und zwar genau zwei Stück. Nummer eins, entweder hört er dir nur zu, denkt sich sein Teil, ist ihm vielleicht wichtig oder unwichtig. Oder zweitens, und das solltest du schon mit dabei bedenken, kannst du bei ihm den Beschützerinstinkt wecken. Also das heißt, schon vorher solltest du dir Gedanken darüber machen, welche Reaktion, dass du von deinem besten Kumpel, von deiner männlichen Vertrauensperson haben möchtest. Denn damit bringst du nämlich deinen Gesprächspartner auch ein wenig in die Bredouille. Diese Faktoren sollten vorher geklärt werden. Warum? Ganz einfach. Wenn der Beschützerinstinkt losgeht, dann will er sofort losspringen und alles dafür tun, um dich zu beschützen oder dich zu verteidigen, dich oder deine Ehre zu verteidigen. Und dann sagst du auf einmal, nee, will ich nicht. Bleib mal lieber ruhig. Damit bringst du ihn in eine Situation, die ihm gar nicht gefällt, mit der er gar nicht arbeiten kann. Von dem her ist es noch einmal ganz besonders wichtig, es ihm vielleicht vorher zu sagen, was du von ihm erwartest. Denn leider Gottes ist es so, dass noch nicht viele männliche Parts dahingehend, so wie Will Trent, darauf reagieren. Amanda, warum kümmerst du dich nicht um deinen eigenen Kopf? Wir müssen los. Was ist denn bloß mit der Frau los? Wollen Sie darauf eine ernste Antwort? Ich war 15 Jahre alt, wir waren beide Kinder. Und wenn ich diesen Fehler nicht gemacht hätte, dann hätte ich Jeremy nicht bekommen. Glauben Sie, Jeremy ist ein Fehler? Ich finde, dass Sie alles richtig gemacht haben. Danke. Und wissen Sie, wer das ein bisschen anders sieht? Meine Mutter und meine Tante Mandy. Deshalb habe ich die Schwangerschaft auch bis zum 7. Monat geheim gehalten. Soll ich irgendwas dazu sagen oder muss ich nur zuhören? Ich weiß nicht, wieso sie auf Charles losgeht. Sie und meine Mom haben ihm gesagt, er soll mich bloß in Ruhe lassen. Deshalb ist er abgehauen. Deshalb hat er in Afghanistan gedient und hat jetzt diese PTBS. Ja, also, ich fand ihn eigentlich ganz sympathisch. Ich würde vorschlagen, wir lösen den Fall, damit er wieder verschwindet. Ja, tolle Idee, danke. Merkt euch das. Bevor ihr irgendjemandem etwas erzählt, welche Reaktion möchtest du von ihm haben? Soll er dir nur zuhören? Dann bitte sag's ihm. Oder möchtest du tatsächlich den Beschützer haben, der jetzt für dich etwas unternimmt, damit es dir wieder besser geht? Gib gut auf dich acht, deine Bianca.